Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video von Champions of Regnum. Ja, es gibt ein neues Event, also ein AXP-Event, 150% AXP und Loot. Und ja, das bis am Abend, dem Freitagabend, dem 10. März, ja, zwei Tage. Und genau, das wollen wir heute eventuell auch noch im Livestream ein bisschen auskosten, ein bisschen ausprobieren. Ich weiß ja nicht, wie beliebt so Monsterkloppen ist und so Sachen. Ja, mal schauen. Genau. Schauen wir mal, ob da jemand ist, damit wir noch ein bisschen kämpfen können. Ja, die sind alle ein bisschen. Der Anybody geht dorthin. Ja, komm. Gehen wir mal aufs Pferd. Beziehungsweise Löwen. Gut. Jo. Gestern war eine super Schlacht. Es war ungefähr zwischen 19 und 21 sehr viel los hier im Ackersburgfort. Und wie ich sehe, ja, haben die Weißen, also wir, auch die Edelsteine verloren. Jetzt momentan ist also hier auch ein bisschen weniger los, scheinbar. Genau. Jo, die Gegner finden wir immer natürlich ein bisschen overpowered, bisschen zahlenmäßig größer, okay. Die droppen ja auch nicht viel. Ich habe die Aura-Skillung. Ich kann jetzt noch nicht zeigen, wie ich welchen Loot oder XP mehr bekomme. Bulletproof ist online. Schauen wir mal. Sonst, ja, mache ich nur ein kurzes Video halt. Dürft gerne natürlich noch dabei sein. Was soll ich noch sagen? Ich finde es toll von Nimble Guards, dass sie so Experiments immer wieder machen, aber sie könnten das viel länger machen. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso von Donnerstag auf Freitagabend. Das ist wahrscheinlich von 0 Uhr heute, dem Donnerstag, gewesen. Also 2 Tage machen, finde ich irgendwie komisch. Damit erreichen sie wahrscheinlich nicht so wen. Aber ja, gut. Ist natürlich auch so eine Sache. Okay. Aber wohin ist er gegangen? Ich hätte schon reiten sollen. Okay. Aber die Leute warten manchmal gar nicht irgendwie. Es wurde auch irgendwas gesagt, dass in der Battle Zone irgendwie auch nicht irgendwie auf andere gewartet werden und lieber alle nicht taktisch spielen. Finde ich ein bisschen doof, wenn alle irgendwie nicht taktisch spielen wollen und dafür dann sterben. Aber ein Ritter kann halt auch nichts machen, wenn alle abhauen. Der ist dann auch tot. Finde ich halt manchmal auch ein bisschen doof, oder? Ich gehe jetzt einfach einen großen Bogen. Und nicht direkt am Weg natürlich, weil ich auch nicht so viel machen kann. Ich habe zwar, ja, so ein paar Sachen. Aber ja. Gut, vielleicht ist es aber noch nicht die Zeit, aber ich habe nur jetzt Zeit. Okay, da ist jemand. Hat Bulletproof. Mein Kumpel ist hier. Ich sammle nochmals. Toll, hey, ich hab's nicht gehört. Nein, nicht Zeitding. Das ist wieder so ein dummer, nur ich kann stunnen Bild. Doppelstun. Mist. Komm jetzt, du dummes Teil. Kann echt nichts machen. Er stunt nur. Das ist ein typischer nur Stun-Bild. Ja, toll, hey.
Kann wieder nichts machen. Er ist tot, oder? Was macht er eigentlich? Ey, was ist so nervig? Unglaublich. Kann der überhaupt was? Komm jetzt. Hey, jetzt mach doch mal durch. Ah, Gottchen. Der andere ist ja schon wieder weg. Ich kann die ganze Zeit dann. So, jetzt aber. Jetzt. Komm jetzt mal. Mach doch was, ey. Mach doch endlich mal was. Ist so asynchron. Ich glaube, das ist so asynchron, dass es nicht geht. Ich habe ihn gleich. Aber ich muss. Ja, jetzt habe ich. Jetzt hat er noch andere Spells. Gott, oh Gott. Hä? Voll asynchron. Niemand kommt. Alle hauen ab. Ja, toll. Ich bin das Ritter, weißt du? Bin ich eine Frechheit. Ja, er macht wieder nichts, ey. Ah, es sind manchmal so genervte Leute, weißt du? Es sind so nervige Leute, die einfach nichts können. Hier bei Alsius. Und ich habe noch mehr Dinge, weißt du? Ja, typisch. Er macht zu viel Damage. Ja. Gut, ich sterbe nicht. Weißt du, der andere macht wieder gar nichts, oder? Ich habe einfach Low Life, ich kann nichts machen. Ja, toll. Wieso haben die so viel Reichweite überhaupt? Okay, ist schneller, aber. Er soll nicht einfach abhauen. Also wirklich typisch, hey. Zusammen sind wir stark, alleine sind wir einfach irgendwie schwach. Vor allem ein Ritter kann halt nichts machen. Er hätte ihn töten können, ich habe genug Stunts. Ah, es ist so unsynchron, das müsst ihr mal schauen. Es ist so unsynchron. Also, nicht nur R-Taste drücken, sondern. Okay, das geht jetzt momentan auch nicht. So, jetzt. Die P-Taste aus. Es ist halt unglaublich, man kann nicht so gut kämpfen zwischendurch. Jo. Ich weiß nicht, wieso ich hier so einen Ping. Ich habe ungefähr so einen Standard-Ping von 18, wieso ich so einen Ping jetzt gerade habe. Aber der Server-Ping, ja, ist trotzdem noch hoch. Manchmal ist es halt doppelt so groß. Naja, es ist echt nervig. Also, man kann halt nicht viel tun. Aber das kennt ihr wahrscheinlich aus anderen MMORPGs oder so. Seht, hat nicht viel gemacht. Das kann man halt auch nicht schaffen. Der ist dauerst dann, lieber Bloodproof. Zusammen hätten wir es geschafft, aber gut. Ja. Gut haben die Hexer nicht so viel AOE-Zauber. Der hat wirklich, der hat sich in die Hosen gemacht. Dieser Hexer hat sich wirklich in die Hosen gemacht. Er weiß ganz genau, wenn der andere auch angegriffen hätte. Okay, der war, glaube ich, easy, kann das sein. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Tu jetzt irgendwie ihn trollen. Ja. Der wird wahrscheinlich sterben jetzt. Okay, sie kommt auch noch eine andere. So. Da ist er. Ah, er ist Lowlife, greift ihn an. So ein Mist, ey. So jetzt. Gerechtigkeit siegt.
Nein, da kommt noch einer. Ja, das Brüll. Weißt du, die. Er greift nicht den Red an. Er greift nur Onis an. Hey, ich kann nichts machen. Aha. Fische. Jetzt. So, jetzt. Greife den anderen an. Ah, ich kann einfach manchmal nicht mit dem neuen Ding unten agieren. Er wacht sofort wieder auf irgendwie. Habt ihr das gesehen? Sofort wieder aufgestanden? Ja gut. Das ist ein News-Video, so etwas Dummes. Hallo. Verwurzeln ist auch zu lange. Das habe ich auch nie verstanden, wieso das so lange geht. Hallo. Ah. Ich glaube, ich gehe wieder, weil er ist nicht so gut. Irgendwie. Ja. Es wird gelangsamt. Kann ich viel machen? Ich kann nicht viel machen. Jetzt greif an. Ich habe halt kein Mana. Ich kann irgendwie. Hey, wieso kann ich denn nie angreifen? Oh. Warst du zu viel Mana schon wieder? Okay. Was wackelt er auch herum? Jetzt bitte, regenerier mal Mana. Regenerier jetzt Mana. Jetzt kriege ich ihn. Dieser Dumme. Ja, toll, weißt du. Kann ich wieder gar nichts mehr machen. Ja. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hey. Ist der andere gestorben? Das sehe ich jetzt auch nicht mehr. Es reicht immer nicht. Also ich glaube, der cheatet, ey. Es reicht immer nicht. Es ist wahrscheinlich sehr asynchron oder so. Ja. Komm jetzt! Komm! Schneller! Ah, er regeneriert sich irgendwie durch das Ding, das am Boden gehen. Komm, jetzt hast du keine Chance mehr. Okay, du hast wieder einen Stun. Das war super. Das war eine coole Story für dieses Event-Video, News-Video. Aber ich habe jetzt auch mal die Belohnung noch verdient und die ist ja sehr gut. Oder? Ja. Ah.
Aber gut, hat er sich regeneriert. Aber eigentlich. Null geht's immer. Jo. Manche Leute sind einfach so ein bisschen spitze, störend, also diese Hexe jetzt, weil sie einfach natürlich gewinnen wollen und deshalb auch so mit August. Dann habe ich jetzt das nicht angenommen. Vorher auch schon geklickt. Ah, jetzt geht's. Er sagt's auch. Ja, kann man nichts machen. Ja, 58. Nicht falsch sagen. Zahlen drüber. Genau. Jo, vielleicht haben wir ein bisschen es mitbekommen im Livestream oder so. Mir geht es momentan nicht so gut. So Ablenkungen wie zum Beispiel Zahlenverdreher oder so, die sind Teil der Krankheit, wenn es mir einfach nicht gut geht, wenn ich ein bisschen nervlich überlastet bin. Die Krankheit heißt MECFS. Ich sollte vielleicht mal Pause machen. Wenn ich Pause mache, bin ich aber wahrscheinlich im Krankenhaus oder sonst irgendwo in einer Klinik. Und ich hoffe, es geht noch viel weiter. Also einfach so weiter, jeden Tag Videos und Livestreams. Sonst eben einfach Pause. Gell? Ich werde natürlich immer hier in Regnum auch aktiv sein. Aber da muss der Entwickler auch ein bisschen mehr machen, weil ich einfach auch Spaß habe an dem, egal ob es schwierig ist oder nicht. Jo. Und ja, jetzt sitzen wir einfach kurz hier. Ich denke, ich gehe jetzt einfach langsam zu Fuß wieder zurück an den Bind. Und wenn etwas los ist, mache ich noch etwas, sonst tue ich im Stream dann einfach, jo. Ja. Gut, ja. Nicht viel. Ich verkaufe die Items immer gerne, da ich natürlich auch sehr viel spiele, bekomme ich da immer wieder die Chancen dazu, kann irgendwas holen. Aber ja, beim Barbar sieht es noch schlimm aus. Ja. So. Ich habe irgendwie die Übersicht nicht so mit dieser V-Taste. Ich habe eben mal gesagt, ja, ich möchte gerne das für Feinde haben, aber nicht für Mitspieler. Ich will halt, ja, im Hetze der Schlacht mal sehen, wer uns angreift und so. Aber gut. Für Mitspieler, ich weiß nicht, ich habe einfach zu wenig irgendwie Konzentration aufs Lesen. Oder wenn man auch mitten in der Schlacht ist. Ja, ist schon gut, wenn man das sieht, weil man dann sieht, wer ist dann Feind. Aber nicht gerade so, dass man. Ja, so. Eben sich mehr und Mühe macht beim Lesen. Weil so viele Einblendungen auch plötzlich sind. Nach ungefähr fünf. Okay. Ich gar nicht so mitbekommen. Man sieht halt auch und hört halt auch nicht so also die Worteinnahmen. Aber das ist klar. Ich tue eventuell doch noch ein
Länges wieder. Oh, wir haben schon 20 Minuten. Durch diese zwei Angriffe. Ja. Okay. Dachte schon einer. Ja, hier. Und die sind einfach hier so. Okay, die. Ist es gerade ein Bug gewesen? Nö. Sind einfach gleich gekleidet. Gut. Jo, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nichts werden. Doch, ich mache jetzt ein längeres Video. Lade es hoch und mache dann Livestream. Es geht ungefähr so eine halbe Stunde zum Hochladen. Zum Verarbeiten leider wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Die Videos sind halt wirklich Top-Qualität. Außer dass ich nicht 4K natürlich hochlade. Aber Full HD geht halt immer noch ganz klar. Ich finde, 4K sieht für die Augen auch nicht ganz so gut aus. Es ist fast zu clean, dass es dann wieder zu grobkörnig wird irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben, aber 4K spielen kann ich nicht. Was können die da mit den Ultraweit-Monitoren oder so? Da bin ich leider draus und Twitch macht Probleme und auch, ich glaube, YouTube macht Probleme mit 4K-Videos, ich weiß nicht genau. Ja. Ja, was ist jetzt mit dem Watch? Ja, was ist? Da kommt der Rauch noch in diesem Video. Was ist in einer halben Stunde eigentlich machbar ein Ding in Regnum? Das ist crazy. Ja, deshalb spielt mir bitte. Und tu dem Entwickler auch sagen über das offizielle Forum am besten, dass ihr einfach Probleme habt in der Schweiz, ja, in Deutschland. Oder in der Schweiz, oder in Österreich, oder in Belgien, oder in Liechtenstein und in Luxemburg. Oder überall auf der ganzen Welt. Okay, ich weiß es. Ja, es ist schon ziemlich. Oh. Ja, ziemlich doof, dass wir keinen deutschen Publisher mehr haben. Also, jetzt muss ich. Chipotato was, gell? Jo. War eigentlich ja die Hoffnung. Aber sie hatten einfach übertrieben mit den Preisen, mit dem schlechten, ja, diese blöde Website, wo man die Dinge immer auswählen musste. Die Spiele immer auswählen mussten und so. Ein bisschen Mühe. Sie haben sich irgendwie selber ein bisschen schlecht gemacht und wurden dann insolvent. Aber jo, so ist es halt. Man muss sich halt ein bisschen Mühe geben als Entwickler und Publisher. Und das machen leider die wenigsten. So, wie viel habe ich jetzt von einem Bären bekommen? Ja, es ist nicht viel mehr. Der ist ein bisschen zu low. Und bei ihm, es hat wirklich top equipped wahrscheinlich noch gewesen, habe ich doch ein bisschen mehr bekommen. Also eigentlich, es ist 150, 150 ist die Hälfte mehr. Das sieht aus wie das Doppelte mehr fast, aber es ist schon die Hälfte noch ein bisschen besser. Noch durch, wahrscheinlich, weiß es nicht. Ich glaube, es ist knapp die Hälfte. Also ist hier jemand oder? Drinnen schon. Ich werde jetzt sicher sterben, weil ich von einem Sniper abgeschossen werde. Ich bin immer so derjenige, der Ausschau haltet, weil ich einfach länger aushalte und doch fliehen kann. Aber sie kommen echt nicht. Schade. Ich bin jetzt extra auch recht, also beim Ding, Skelett durch. Wir gehen nochmals zum Skelett. Ich weiß nicht, wieso sie immer dort warten. Sie können ja unterschiedlich irgendwo warten und auch Hinweise geben oder Erkunder. Aber irgendwie macht niemand etwas zwischendurch. Ja, sie kommen wirklich nicht. Ja gut. Sie haben nur die Forts erobert wahrscheinlich. Wir gehen noch kurz nach Samal. Aber in Manny ist niemand gewesen. Also sind zu wenige.
Weiß nicht, wer das. Okay. Ja. Ich muss mich halt auch immer wieder ein bisschen, also zuerst einmal zurechtfinden wieder. Es hat sich sehr viel geändert in den Jahren. Es sind ja schon viele Jahre auch durch, seitdem ich so hochlevelig war. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, aber mit einem Schützen war ich auch relativ gut. Habe mich dort auch recht gut reingefunden wieder und jetzt habe ich halt wieder ein bisschen Mühe. Weil man muss schon sehr, sehr dabei sein, dass man gut wird. Man hat nicht so das Gefühl, es liegt jetzt einfach am Charakter oder so, sondern da muss viel geskillt werden. Vor allem die Steuerung ist sehr schwierig. Die Kamera kann sich auch immer wieder verabschieden vom Standpunkt. Das war, glaube ich, im Hexenkampf auch ein bisschen der Fall. Und jo, es ist einfach zu hitzig, zu stressig. Sie müssen das Ding, das Kampfsystem total überarbeiten, wenn sie noch viele Fans und so haben wollen. Es ist wirklich gar niemand mehr da. Ich glaube, die sind von Jean-Arit hergekommen und warten dort. Okay, jetzt ist er unten. Ich dachte schon, ich kann ihn jetzt, weil ich ihn markiert habe, angeklickt habe, sehen, wo er hinläuft. Aber ja. Gut, also dann mache ich mal Pause. Ich werde noch schauen, ob in Charite ist, aber ich werde wahrscheinlich sterben dort. Dort sind sicher ein paar Truppen. Oder ich kann gehe einfach fertig. Ja, was machst du hier? Spinnen, die fliegen und nach unten schauen. Dam, dam. So, also gut. Genau, noch ein bisschen Holz sammeln und so. Und dann lade ich das Video hoch. Tschüss!